5. November 2038, 22.58 Uhr am Abend. Und damit hallo, liebes Publikum, willkommen zurück bei Super. Nee, nicht Super. Detroit Become Human. 22 Uhr am Abend. Detroit Become mit Human. Mit dem Captain of the Catcher's Corner und mir, dem Failor. Ja, das sind wir. Und wir kommen hier gerade mit dem Bus an, wie es aussieht. Genau. Oh ja, wir haben ja gerade das Mädchen gerettet, stimmt. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Warum fährt es dann noch weiter? Oder ist das irgendwie das ist nur so die Grafik von dem... Alice ist warm zu uns. Mach auf. Wir müssen gehen. Also Alice mag uns, offensichtlich. Naja, wir haben ihren Daddy erschossen. Oh shit, stimmt ja. Wie haben wir eigentlich es geschafft, das Blut Achso, es regnet, stimmt. Verlasse den Bus. Kann ich auch zurücklaufen? Nee. Aber ich finde es auch schön, wie Alice gerade einfach so geblieben. Sitzen bleiben, Unterschlupf. Bitte, wir wissen nicht wohin. Sie ist erschöpft und es regnet stark. Könnten wir einfach sitzen bleiben? Der Bus fährt jetzt zurück ins Depot. Ich kann leider nichts tun. Ah. Schade. Können wir nicht doch? Ich konnte mich tatsächlich umdrehen, oder? Sie hat sich einfach von selbst so ein bisschen gedreht. Ja. Ich hoffe mal, sie ist wasserfest. Ja! Wasch ab! Okay, touché. Wieso ist sie denn klitschnass, wenn sie direkt darunter gelaufen ist? Unter das. Der Bus ist voll angefahren und eine Pfütze hat direkt in die Fresse gespritzt. Aber das Kind, was überdacht war, ist nasser als der Android gerade gewesen. Nee, das ist ja wasserabweisend sogar. Das kann gut sein. Dong! Wir brauchen einen Unterschlupf. Okay, hier ist nur Parking. Hallo? Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Immer diese seelenlosen Roboter. Ja. Oh. Oh, jetzt halten wir kein Händchen mehr. Warte, es ist ganz sicher, wenn wir hier auf der Straße langlaufen. Das ist das Allersicherste. Ich glaube, in die Richtung können wir nicht. Da ist so wenig irgendwie. So grafisch irgendwie, finde ich, ist hier in die Richtung so wenig. Ja. Dieses einsame Hochhaus da hinten. Ja. Dort ist keine Unterkunft. Das wissen wir. Dankeschön. Wir wissen zwar nicht, wo eine ist, aber wir wissen, dort ist keine. Ja, wobei, das sieht auch nicht so viel besser aus. Da sind zumindest zwei, wenn nicht sogar drei Hochhäuser. Wer weiß ja, das. Gut. Und Schilder, Straßenschilder und so. Ah, no robots allowed hier. Domo Arigato. Mr. Roboto. Also ich mach gerade R1, nicht R2. Ah. Da drüben. Moment. Da suchen. Bequem, aber auffällig. Ich werde Geld brauchen. Gesundheit. Oh nein. Unbequem, aber sicher. Wie komme ich rein? Sehr unbequem, aber unauffällig. Was wollen wir denn versuchen? Ist die Frage. Da ist noch mehr, ne? Oder? Da hinten ist noch mehr. Immer geöffnet, kein Schlafplatz. Und bitte hilf. Bitte helfen. Laden ist geschlossen. Okay. Ja, brich ein! Da haben wir noch was. Öffnet erst am Morgen. Ja, brich ein! Nein. Na gut. Okay. Wir können ja erstmal im Laden um Hilfe bitten. Ja. Yeah. Mal sehen, ob der uns vielleicht irgendwas rat, denn. Also bitte? Hallo? Ich bin deine Gebieterin, du kannst mir nichts befehlen. Ach so, sie hat sich unter die Bushaltestelle gepackt. Beruhige Alice. Oh nein. Alice? Schau! Kehre zu Alice zurück. Alice soll zu mir zurückkehren. Ich bin jetzt der Meister.
Ich bin Alice, jetzt der Meister. Ist kalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Mir ist nicht kalt. Wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Was ist das jetzt? Datenaustausch? Ja, anscheinend. So werden Androiden schwanger. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Cybersex. Wir brauchen jetzt etwas. Wo ist er hin? Das ist dieser Virus, der auch den Leuten immer sagt, wahrscheinlich. Also ich denke, das ist jetzt eine Personifizierung davon, nachdem diese Mauer durchbrochen wurde. Da steht doch dann immer irgendwie das, irgendwie was, Dieses Ja, genau. 9-3 oder so. Genau. Und ich denke mal, ja, eher 9. So eine Personifizierung davon. Okay. Ist meine Theorie, aber ich weiß es natürlich nicht. Also du meinst quasi, es hat sie nur im Kopf gesehen. Meine Idee ist, erst in den Trash-Kompakter reingesprungen. Freudig. Ja, nee, also, ja, aber im Endeffekt denke ich mal, ist das jetzt dadurch, dass man, also das Erste ist halt nur, dass diese Error-Nachricht kommt. Und dann, nachdem man diese Mauer durchbrochen hat, diese, was man ja immer macht, so als Android, um dann mehr menschlich zu werden, ich glaube, danach kannst du den dann richtig vielleicht sehen. Ja. Das ist so meine Theorie jetzt erstmal. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Ha, ha, ha. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Wow. Naja, aber er war schon ziemlich frech. Kassierer ausrauben? Ja. Er ist ein Arsch, aber deswegen müssen wir ihn nicht gleich ausrauben. Na gut, wir müssen ihn ja nicht erschießen. Ja, eben. Ist er nicht Gott, ich kann meine Waffe ziehen. Tatsache. Ah, ne, L1. Lemon. Limonade. Juice. Was genau denkt sie sich jetzt? Achso, ich kann ablenken oder so. Weiß nicht. Ja, doch, ich denke, dass das ist jetzt die andere Opportunity. Moment. Because Opportunity only comes once in a lifetime. Jupiter. Alles als Ablenkung benutzen. Aber hier war noch. Nein! Das habe ich nicht gemacht! Ich wollte nur laufen! Wollen wir einen Schokoriegel klauen? Weiß nicht. Aber ich frag dich gerade. Ja, und ich weiß nicht, ob wir einen Schokoriegel klauen wollen. Ich kann mir noch was Besseres klauen als einen Schokoriegel. Legen wir den Schokoriegel erstmal zurück. Also, du wolltest den Mann schon nicht erschießen. Vielleicht rauben wir ihn dann aus. Ja, du bist hier der Schießwütige. Der Schießwütige. Ich habe mich nur verteidigt. Ach so, das war die Opportunity dort, dass man sich das... Ja. Ah, siehst du? Oh, ich habe die Kamera nur geändert. Ich wollte das da machen. Mann, hier, L1. Ja. Kamera. Oder so. Oder ist das... Ja. Oder ist das Air Conditioning? Ich weiß es nicht genau. Da steht zwar L1, aber... Achso, dann sieht man aus der Sicht der... Siehst du, man hätte uns gesehen. Ja, naja, nun. Das wäre jetzt nicht so optimal gewesen. Aber wer soll da schon reagieren? Okay. Mhm. Damit wir ihm den Schädel eindreschen können, falls wir keine Waffe dabei haben. Falls wir die Waffe aus Dingens nicht haben. Alice benutzen. Cat Food! Yeah! Cat Jellies! Und Satch! Satch! Wollen wir versuchen, das mit der Ablenkung, oder? Was meinst du denn? Wie die Ablenkung wohl aussieht? Alice, du musst mir helfen. Siehst du die Dosen da drüben? Ich möchte, dass du hingehst und sie umstößt. Sie umstoßen? Warum? Bitte! Alice, vertrau mir. Das hat er auch gar nicht gehört! Nein, bestimmt nicht. Was soll ich denn machen, während abgelenkt ist? Weiß ich nicht. Geld klauen oder vielleicht irgendwie so die Dings klauen? Die Schokolade oder was das andere, was das war? Ja. Employees only? Konnte ich das noch angucken? Hi.
Alles okay? Bist du verletzt? Gar kein Problem. Ich wollte gerade sagen, ich habe das gemacht, aber... Dosen. Komm schon, los. Oh shit. Wow. Ey, wir haben gemordet, hallo? Da kann ich um ein bisschen Geld stehlen. Hast du nur einen 50er in der Schublade oder warum hast du das so schnell bemerkt? Keine Ahnung. Wow. Keine Ahnung. Wir haben jetzt etwas Geld. Du hast mich benutzt, um zu stehlen. Wie konntest du das? Das war klar. Das war klar. Ah, shit. Das war dumm. Erschieß sie. Nein. Bleib sachlich. Okay. Ich hatte keine Wahl. Es ging nicht anders, Alice. Doch, ging es. Ich hätte dich benutzen können, damit ich stehlen kann. Ich will auch mal stehlen. Oh. Wow. Wow, der Disrespect. Der Disrespect. Das ist, als ob du jemand die Hand gibst und dann schnell die Hand über die Haare ziehst. Ja, ja, genau. Too slow. Tja, jetzt ist... Drug. Was machen wir denn jetzt? Welches war das? Das Motel, genau. Ja. Das ist am bequemsten, aber am unsichersten Stand da, ne? Ja. Etwas unbequem, aber sicherer. Wie, ich werde Geld benötigen oder wie komme ich rein oder so war da, ne? Ich kann das nicht mehr scannen. Bin ich mit R2? Nee, das mache ich ja gerade hier. Mit R2 kommt das hier. Okay. Da habe ich nur noch dieses Overlay. Ich musste an der spezifischen Straßen... Naja, vorher war ich ein bisschen weiter weg. Rebuild Southern Detroit. A better place to live. Schauen wir mal da rein. Jetzt haben wir Geld geklaut. Jetzt können wir natürlich... Das Haus. Naja, wie kannst du später benutzen? Da ist es zumindest trocken. Könnte mal Burger bestellen. Mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier so... Ich wollte doch nur erstmal gucken. Ich wollte doch nicht direkt reingehen. Ist so gut, mach's doch. Ah, wir bräuchten den Drahtschneider dafür. Oh, shit. Den wir jetzt nicht geholt haben. Ich glaube, die Brücke ist verbrannt. Hallo, ich bin's nochmal. Ich hab was vergessen. Ja. Ich möchte diesen Drahtschneider bitte kaufen. Ja, genau. Mit dem Geld, das ich euch gerade geklaut habe. Hey, 40. Oh. No Android allowed. Gehen wir nicht rein? Es geht nicht, Alice. Sie vermieten sicher nicht an Androiden. Ich muss diese Uniform loswerden. Oder weitersuchen. Oh Mann. Können wir im Laundromat schlafen? Das sind auf jeden Fall Opportunities. 24 Stunden, 7 days a week? Ich kann es aber Haus besetzen. Finde ein... Achso. Hallo, ich kann hier theoretisch scannen, aber mir werden keine Dreiecke mehr angezeigt. Also nicht, dass ich Dreieck... Merkwürdig. Du siehst sie auch, ne? Ja, ich sehe es auch. Das ist nicht der Eingang. Ja, okay. Wo ist der? Achso, hier ist der Eingang. Wir könnten hier reingehen. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Hier ist auch kein Schild, dass keine Androiden erlaubt sind. Hätten wir das Geld gar nicht stehlen brauchen. Miles Morales ist auch da. Sehr gut. Der steht da für die Gerechten ein. Ja, der wäscht gerade sein Spider-Man-Outfit. Kleidung zum Wechseln. Ah, dafür ist das hier gedacht. Hier ist aber noch was. Oh, Kleidung, die ich stehlen kann. Trockene Kleider für Alice. Aber der Typ sitzt ja genau davor, also. Oh, ich glaube, der schläft. Was machst du da? Die gehören nicht uns. Wir brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Das dürfen wir nicht. Ja, ist okay, dann lassen wir's. Ich habe gerade eben schon gestohlen. Okay. Das wird's aber kompliziert. Ja. Also, wir können mit dem gestohlenen Geld nichts machen, weil wir keine gestohlene Kleidung haben. Aber Alice ist wieder bergauf. Also. Oh, guck dir diese riesigen Pixel an. Das ist doch nicht die Zukunft. Tja, wer weiß. Also, du hättest jetzt das Dingens geklaut, oder wie? Also, die Klamotten. Naja, ich meine, dann hätten wir zumindest jetzt Geld und Kleidung, um in dem Motel unterzukommen. Ja, stimmt wohl. Aber...
Aber nicht, bevor wir nicht Century gelesen haben. Ah, das ist Jahrhundert der Bienen. Ohne Bienen in die Katastrophe. Shit. Bestäubende Bienen offiziell ausgestorben. Shit. Cybersicherheitsexperte warnt. Ihr Android könnte gehackt werden. Weniger als 5% Mitglieder auf Dating-Websites weiblich. Mhm. Weniger als 5% weiblich, okay. Die männlichen, dachte ich, die gehen nur noch in den Cyberpuff. Ohne Bienen in die Katastrophe. Bestäubende Bienen offiziell ausgestorben. Seit Jahrzehnten haben Wissenschaftler vor dem Aussterben der Bienenpopulation gewarnt. Trotz aller Warnungen hat das Global Institute for Endangered Species, GIES, gestern in Washington das offizielle Aussterben der Wildbienen verkündigt. Nur in Gefangenschaft leben noch Exemplare. Die Bienenzahlen wurden in jüngerer Zeit durch ein Bienensterben dezimiert. Bei dem Arbeitsbienen verschwanden und die Stöcke ohne Nahrung zurückblieben. Biologen bestätigen, dass das Bienensterben durch den übermäßigen Einsatz von Pestiziden, Parasiten und... Was? Einsatz von Parasiten, Tatsache. Einsatz von Pestiziden, einfach nur Parasiten, nicht Einsatz von Parasiten und Umweltverschmutzung beschleunigt wurde. Wupp. Oh Gott. Die Konsequenzen dieser Katastrophe wirken sich auf die Baumwollindustrie aus, die Trinkwasservorräte und, vermutlich am verheerendsten, die Landwirtschaft. Umweltschützerin Kathy Linder hebt die Bedeutung dieser Nachricht hervor. Einer von drei Bissen Nahrung, die wir essen, ist irgendwie abhängig von der Bestäubung. Die resultierende Hungersnot wird weltweit Millionen Todesopfer fordern. CyberLife hat in Kooperation mit GIES Pläne zur Herstellung von Roboterbienen präsentiert. Andere wiederum verfolgen den Lösungsansatz ohne Roboter. Detroit Urban Farms zum Beispiel experimentiert zurzeit mit in Gefangenschaft gezüchteten Bienenstämmen, aber ein Erfolg ist nicht garantiert. Cool. Na dann? Gossips Weekly. Mein Mann hat den Androiden geschwängert. Lesen Sie mehr. Musikmeeting. Live-Konzerte erleben ein Comeback. 10 Wege, ihrem Mann zu gefallen, um ihn zu halten. Und ihn zu halten. Ich habe mal eine der interessanteren Sachen. Okay. Ich wollte die Schwangerschaftsstory. Musikmeeting. Live-Konzerte erleben ein Comeback. Für die jüngere Generation war es völlig normal, Konzerte in VR zu erleben. Und wer würde nicht ein VR-Headset aufsetzen wollen und die Show vom besten Platz des Hauses erleben? Es ist eine günstige, sichere und unproblematische Lösung, die Lieblingsband zu erleben. Aber der Live-Music steht eine Derevolution bevor. Nina und Koske Music hat eine Kampagne gestartet, um altmodischen Konzerten mit Live-Publikum und Stars in Fleisch und Blut ein Comeback zu ermöglichen. Chuck Norrison, Sprecher von NKM, erklärt: Die Kultur der Live-Konzerte ist ein Ding der Vergangenheit, das wir zurückbringen möchten. Eine Musik. Halt in der Seele nach, inmitten von Leuten, die dasselbe erleben wie du. Whoop. Break the Wall. Wird einer von den ersten Bands auf der Bühne sein. Vor einem Live-Publikum aufzutreten und sofort eine Reaktion zu erhalten, wird total abgefahren. Das ist es, wofür wir Musik machen. Sagt Leadsänger Buzz Root. Der Hype, der Applaus, die Schreie, oh, das kriegt man auf dem Sofa einfach nicht mit. Sollte dieser Erfolg haben, wird NKM als nächstes Musikfestivals wiederbeleben. Was Musik in den Ohren der Fans sein dürfte. Haha, haha, Wortwitz, Musik in den Ohren. Haha, Gossip Weekly hat's raus. So, ja, jetzt stehen wir aber auf dieser tollen Ablenkung wieder vor dem Problem. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten haben. Wir haben noch die Möglichkeit, in das super unauffällige Versteck zu gehen, nehme ich mal an. Ja, aber das war nicht gemütlich, ja. Hat sich alles wenigstens ein bisschen, sie ist halt immer noch klitschnass. Dann musst du mir jetzt wohl mit leben. Also werde ich jetzt nicht nochmal nach den Klamotten greifen, nehme ich an. Ich weiß nicht, ob du überhaupt noch kannst. Wenn Alice jetzt schon ihren Plus bekommen hat dafür, dass du... Ja doch, da stand, dass wir doch noch öffnen können, das Ding. Aber dann haben wir wahrscheinlich dieselbe Diskussion. Überlegst dir. Ja, wir haben jetzt schon das Geld gestohlen und hast uns schon gesagt, nein. Und das bringt uns halt im Endeffekt jetzt auch nicht so viel. Ja gut, okay, aber dann würde ich zurückgeben und dem Mann das Geld zurückgeben. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das wäre aber lustig. Ich verstehe aber nicht, warum sie einfach hierbleiben können. Ja, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Sie muss nicht schlafen und sie kann da auch im Sitzen sich irgendwo anlehnen. Ist doch kein Problem. Sonst liegt sie sich über zwei Sitze. So, das war da hinten, ne? Ja, da ganz hinten in der Ecke. Der Parkplatz. Definitiv sicher. Jetzt brauche ich einen Seitenschneider, um da in das Haus zu kommen. Tja. Vielleicht kommen wir auch über den Parkplatz in das Haus. Vielleicht. Das wäre am optimalsten.
Jetzt haben wir wahrscheinlich hier so nasse Pappkartons, die ich einfach alles über den Kopf stülpe oder so. Ihr könnt auch da in der Tonne schlafen. Jetzt brauchen wir hier auch einen Seitenschneider. Mann, das wäre so hart. Ein verlassenes Auto. Nicht gemütlich, aber verlassen. Haut hin. Ja. Ey, das Geld, das wird vielleicht noch wichtig. Vielleicht wird das Geld noch wichtig. Kann ich dir nicht sagen. Aber das Problem ist natürlich, weiß er jetzt unseren Namen, weil unser Name ja auf dem Dingens draufsteht und dass ein Android ihn beklaut hat und alles. Ja gut, aber da ist ein Android, der ist Alice. Weißt du, wie viele Androiden Alice hat? Sieht verlassen aus. Ja, der ist gar nicht Alice, der ist Kara, die andere heißt Alice. Ja. Halte Abstand, Alice. Was, du willst da einbrechen? Du machst dem Mann das Auto kaputt. Ne, das scheint in Ordnung zu sein. Ja, das ist ja vollkommener Unfug. So, hier bitte. Oh Gott. So schlimm ist das ja gar nicht. Es ist schön trocken und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Nein, diesmal nicht. Wir bleiben lieber hier, Alice. Sicherheit ist das Wichtigste. Für das Motel habe ich Geld und Klamotten gebraucht. Und Klamotten hast du mir gesagt, soll ich nicht, Alice. Also. Haben wir zwei Leute beklaut. Yeah. Da ist eine Pfütze im Auto, hast du es gesehen? Nice. Warum auch nicht? Das ist wenigstens. Alice distanziert, wow. Tja. Wow. Ah, wir haben ja diese ekelhaften alten. Oh yeah. Nebenverseuchten. Naja, ist ein bisschen runzlig, aber. Warum hat er mich nie geliebt? Oh. Warum war er immer so wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Nein. Vielleicht war ich nicht brav genug. Quatsch. Und deshalb war er immer so wütend. Nee, das waren die Drogen. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich bin deine Familie. Ich wollte, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Du warst nicht glücklich wegen deinem Arsch von Vater. Ich weiß nicht, Alice. Du verlässt mich doch nicht. Niemals. Versprich mir, dass du nie gehst. Oh nein. Versprochen. Bleiben wir für immer zusammen? Für immer. Für immer. Denn dich werden wir in einen Androiden verwandeln und dann lebst du auch für immer. Und dann sterben wir wie Bonnie und Clyde im Kugelhagel. Ja, in unserem eigenen Kugelhagel. Ja, ja, genau. Ich kann ihr nicht sagen, das kann die nie versprechen. Na gut, mit dieser wirklich langen... Verrückten... Auseinandersetzen. Holy shit, was ich da nicht alles... Hier, da geht einiges. Hier geht wirklich einiges, ja. Also wir haben da unten was gemacht. Supermarkt verlassen. Okay, da hätte noch eine ganze Menge... Ich habe einfach nur heimlich stehlen und dann ging es ab dafür. Alles als Ablenkung benutzen, ja. Dann haben wir irgendwie nie wirklich was draus gemacht. Ja. Da ist noch was anderes. Supermarkt? Ich habe irgendein Dingens habe ich nicht gesehen. Zwei Sachen habe ich nicht gesehen. Mhm. Interessant, ich dachte, ich habe soweit alles gescannt, was ging. Aber offenbar sind zwei Sachen hier, wären auch noch gegangen, die dann zu einem Ende führen. Aber ja, jetzt theoretisch für das Motel hätten wir noch, genau, Kleider holen müssen und so weiter und so fort. Oh, okay. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge von Let's Play Detroit Become Human. In der nächsten Folge sehen wir dann, mit wem wir dann spielen und wie es hier weitergeht. Aber an der Stelle heißt es erstmal Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss, bis dann. Macht's gut!